Nawalny in Russland obdachlos. Alexei Nawalny, der überraschend schnell von einem absolut tödlichen Gift in einer deutschen Klinik Genesende, hat vorerst nicht die Absicht, nach Russland zurückzukehren. Dies erklärte der gut aussehende Ex-Patient der Charité bei seiner Entlassung. Vermutlich wusste er zu diesem Zeitpunkt bereits, dass er in Russland obdachlos geworden ist. Russische Gerichtsvollzieher haben die Wohnung von Alexei Nawalny beschlagnahmt. Die Pressesprecherin von Nawalny informierte, dass die Beschlagnahme im Zusammenhang mit der Gerichtsentscheidung über die Zahlung einer Strafe in Höhe von 87,6 Millionen Rubel wegen Verleumdung an die Firma Moskauer Schüler stehe. Die Firma Moskauer Schüler hatte die Rechte an der Schuldsumme an die Firma Concord abgetreten. Deren Eigentümer Prigozhin hatte versprochen, mit Nawalny auf Erden abzurechnen, wenn Gott seine Seele nicht in den Himmel ruft. Bereits am 27. August hatten Gerichtsvollzieher sämtliche bekannten Bankkonten von Nawalny beschlagnahmt. Insgesamt hat der föderale Dienst der Gerichtsvollzieher gegen Alexei Nawalny 7 Beschlagnahmeverfahren eingeleitet. 2 Verfahren sind bereits seit 2017 anhängig. 2 stammen aus den Jahren 2018 und 2019. Die restlichen Verfahren wurden im aktuellen Jahr eingeleitet. Neben der bereits genannten Summe von 87,6 Millionen Rubel ist ein weiteres Verfahren mit 28 Millionen Rubel anhängig. Dazu kommen noch die Gebühren für die Arbeit der Gerichtsvollzieher in Höhe von 2,45 Millionen Rubel. Молчи! Материи тут не разводи, а говори нам толком. Куда деньги мои девал? Der Pressesprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskov hatte nach Bekanntwerden der Entlassung Nawalnys aus dem Krankenhaus erklärt, dass dieser jederzeit nach Russland zurückkehren könne. Da,